Grüß euch zu Familien YouTube, wie Österreich jede Plattform zu Tode reguliert. Mein Name ist Claudia Schiesel, ich betreibe seit einigen Jahren Inside Politics und ihr werdet sie auch dann die Möglichkeit haben, mich direkt zu kontaktieren, aber ein paar Visitenkarten mitgebracht. Was sind wir? Wir sind ein politischer Blog, der irgendwann im Jahr 2013 begonnen hat, Videos zu machen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche soweit sein. Ich muss das erst auch mit unseren Hausjuristen absprechen, also sprich denjenigen, den ich als solchen bestimme, wie wir das machen. Zwecks Anmeldung eines anmeldepflichtigen audiovisuellen Mediendienstes. Wer hat schon mal davon gehört? Das habe ich mal erwartet. So, also, kurze Erklärung. In Österreich gibt es an sich eine Pressefreiheit, die hat heuer ihr 150-jähriges Jubiläum. Die Presse darf weder unter Zensur gestellt noch durch das Konzessionssystem beschränkt werden. Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung. Wichtig ist auch, jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und durch bittliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. Das ist die Meinungsfreiheit. Also deswegen können wir uns heute hier treffen und reden. Aber sie steht unter dem Gesetzesvorbehalt. Natürlich, das ist das nächste Problem. Innerhalb der Gesetze. Das ist das andere. So, vor ein paar Wochen ist in der FAZ gestanden, erste GEMA, dann das ganze Internet. Nein, damit ist nicht der Zweite Weltkrieg gemeint, damit ist die aktuelle Diskussion gemeint, ob YouTuber oder Leute, die zum Beispiel auf Twitter einen 24-Stunden-Dienst anbieten, eine Rundfunklizenz brauchen. So, und jetzt nehme ich an, fangen einige Leute zum Nachdenken an. Wir haben in Österreich auch sowas. Wir sind zwar etwas moderater, wie einer der Gesetzesschreiber sagt, aber derzeit ist es noch nicht klar, ob in Österreich Sendelizenzen für YouTube-Kanäle benötigt werden. Es benötigt aber definitiv, wenn jemand einen YouTube-Kanal betreibt, unabhängig davon, ob der jetzt wirklich wirtschaftlich gedacht ist oder nicht, ein Gespräch mit der ComAustria, das ist die Medienbehörde, weil die dann sagt, okay, sind Sie noch ein privater Kanal oder nicht? Und daher haben wir auch das Problem, so ähnlich wie bei den Homepages, wenn der Inhalt geeignet ist, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, dann könnte auch das AMDG da reingreifen. Da gibt es aber noch ein paar andere Kriterien, zu denen komme ich jetzt. So, das audiovisuelle Mediendienstgesetz regelt jetzt mal grundsätzlich audiovisuelle Mediendienste, also Privatfernsehen, Rundfunk, Radio, Radio jetzt nicht, sondern da gibt es nur wieder was, aber da gibt es eigentlich konkrete Regeln auch für Videoplattformen im Internet, zum Beispiel, ihr geht auf die Tiroler Tageszeitung oder auf die Kleine Zeitung, dort gibt es einen Videobutton und da könnt ihr eigene Videosendungen anschauen, das ist ein sogenannter Abrufdienst. Und YouTuber oder Leute, die auf Facebook, auf Webseiten mit Erklärvideos oder sowas haben, könnten drunter fallen. Da gibt es jetzt sehr viele Kriterien, ich erkläre jetzt gleich welche. Und ja, vielleicht wird demnächst auf meinem Blog diese Artikel stehen, Bundeskanzler Kern betreibt illegalen Piratensender, Anzeige. Würde mich freuen, aus einem ganz einfachen Grund, weil politische Parteien laut einem Urteil vom letzten Jahr auch unter die Meldepflicht fallen würden, weil sie Werbekanäle betreiben. Auch unter die Werbepflicht fallen könnten Firmen wie zum Beispiel die Knapp, die Andritz, die AVL, Magna Steyr und so weiter. Ja, das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, dieses Gesetz. Glaubt es mir. Jetzt sind wir beim Gesetz. Was ist ein audiovisueller Mediendienst? Der Dienst muss als Dienstleistung betrieben werden. Wirtschaftliche Tätigkeit ist ein Kriterium. Es genügen Einnahmen ab 1 Euro im Jahr. Oder wenn man den Kanal als Werbeplattform nutzt. Es reicht übrigens theoretisch sogar ein Geschenk einer Firma, um als Einnahme zu gelten, wenn du zum Beispiel von irgendeiner Firma Kopfhörer geschenkt kriegst oder einen USB-Stick oder sonst was. Muss ich das unterscheiden? Bitte? Als Geschenk kriegst, musst du das unterscheiden? Du müsstest es theoretisch nach Gesetz, ich war die Woche bei einer ersten Veranstaltung von der Medienbehörde, wo sie YouTuber geladen haben, müsstest du eine Liste führen und maximal 1000 Euro an Geschenken dürftest du annehmen. Aber bitte aufpassen, ich gebe keine Rechtssicherheit, dass das, was ich jetzt sage, auch korrekt ist. Ja? Nein, ich habe mir mit dem Kollegen so anders gedacht. Ich habe mir gedacht, okay, nein, ich kriege ein Geschenk. Ich muss ja nicht eine Unterschrift abgeben bei irgendeiner Firma, dass ich ein Geschenk bekommen habe. Das ist ein bisschen das Problem, ja.
Die Behörde selber ist völlig überfordert, weil die Com Austria eigentlich gewohnt ist, nur mit ein paar Dutzend Radio- und Fernsehsendern in Österreich zu arbeiten, und jetzt hat sie wahrscheinlich mit mehreren tausend Fällen zu tun. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht sagen, ob es nur Hunderte sind oder Tausende. Also, Punkt 2, der Anbieter des Dienstes muss die redaktionelle Verantwortung ausüben. Punkt 3, der Hauptzweck des bereitgestellten Dienstes muss die Bereitstellung von audiovisuellen Inhalten sein. Der Dienst muss über ein elektronisches Kommunikationsnetz, Klammer auf Internet, vertrieben werden. Der Dienst muss an die Allgemeinheit gerichtet sein. Das ist mal schnell was, unabhängig von Katzenvideos oder politischen Interviews. Die Inhalte müssen audiovisuell sein, das heißt, es muss sich um Bewegtbilder handeln, die fernsehähnlich sind. Dazu komme ich noch, das ist nämlich der größte Streitpunkt von allen. Was ist fernsehähnlich? Und dazu kommen dann halt Standort in Österreich, die Professionalität, das hat mit der Fernsehähnlichkeit zu tun, die Regelmäßigkeit und verschiedene andere Elemente. Ja? Das sind alles die Ausführungen, wann das Gesetz anzunehmen. Aber was ist die Intention des Gesetzes? Die Intention des Gesetzes war ursprünglich die, dass man Werbung kennzeichnet, Jugendschutz im Internet präsentiert etc., also durchsetzt, und dass man eben gewisse Regulierungen einführt, dass es eben nicht zu übermäßigen Schleichwerbungen kommt. Aber eigentlich Kontrolle und nicht irgendwas es war zu steuern oder Kontrolle so. Und Regulierung und Fairness für alle, eigentlich. Das Problem ist, YouTuber werden durch dieses Gesetz extrem, benachteiligt, weil hier Regeln für dich gelten, wie für ein Fernsehunternehmen. Jetzt hat aber ein Fernsehunternehmen in der Regel eine eigene Rechtsabteilung, hast du eine? Ich nicht. Außer halt die ein, zwei Juristen, die ich kenne. So, was kommt mit der Anmeldung? Verpflichtung zur Einhaltung von Werberichtlinien, die Wirtschaftskammer, der Wirtschaftskammerbeitrag. Da habe ich den Slide jetzt verwechselt. Wirtschaftskammerbeitrag, SVA, also Sozialversicherungsbeitrag, eine Umsatz- und Planumsatzmeldung gegenüber der Behörde, weil ab 47.000 Euro im Jahr muss man dann einen Beitrag leisten von 260 Euro. Circa 400 Euro ist Kammerumlage in der Steiermark, in Oberösterreich sind es 440. Dann kommt noch dazu, dass die Behörde ein Logfile haben möchte, wann eine Sendung online war, wie lange sie online war und so weiter. Und ob man jetzt auch Kopien von Sendungen an die Behörde schicken muss, das muss ich jetzt nochmal fragen, so habe ich es aber letztens verstanden. Redaktionelle Genauigkeit ist einzuhalten und Nachrichtenkanäle dürfen zum Beispiel kein Sponsoring annehmen. So, das ist mein erster Headerbild vom ersten Beitrag aus dem letzten Sommer, wo ich eigentlich nur gefragt hatte, ob Social Media schon unter die Regulierungen fällt, wenn der ORF jetzt was plant. Und die haben gesagt, naja, das läuft schon seit 2012. Da haben wir dann gedacht, Gratulation. So, wer hat es erfunden? Die EU. Wer ist schuld? Laut Behörde auch die EU. Und Österreich hat 2012 sein Privatfernsehgesetz auf das Internet erweitert. Österreichs Parteien haben seit Jahrzehnten ein Interesse, die Medien zu kontrollieren, ist auch nichts Neues. Das Privatfernsehgesetz wurde auf das Internet erweitert, hätte eigentlich den Satz ersparen können. Und das IMDG wurde unter Werner Faymann erlassen, aber der kann da nichts dafür. Eine Minute habe ich noch. Derzeit sind 114 Videoangebote gemeldet. FPÖ TV ist der einzige politische Kanal, der auch tatsächlich die Einhaltung, also die Anzeige eingehalten hat. Es sind zahlreiche Behörden, die jetzt noch geklärt werden muss, ob die auch gemeldet werden von neuen Kommunikationsdiensten, die Bundesländer betreiben, die auch auf YouTube zu finden sind. Sind nur zwei gemeldet, nämlich Wien und Kärnten. Und ich sage nur, wen interessiert es? Wahrscheinlich Vereine, Parteien, Privatpersonen, Unternehmen, Behörden, Wirtschaftskammer, Sozialversicherung, Com Austria, Politik und so weiter. Ich sage herzlichen Dank. Die Dragons sind in den Paragraphen zwischen den Zeilen zu finden. Wenn es Fragen gibt, ich stehe gerne zur Verfügung. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.